Hallo und willkommen, hier ist der Thomas von World Gameplay und hier ist ein brandneues Let's Play Farm Experte 2016, was ich schon auf Facebook auf meiner Seite gesagt habe, dass es kommt als Let's Play. Wer mich auf Facebook natürlich liken will, kann es gerne tun unter World Gameplay. Unten in der Videobeschreibung ist der Link, sowie auch alle anderen Sachen wie Skype und Steam. Und das hier ist das neue Let's Play. Ich habe schon mal Agrarsimulator gemacht und Landwirt 2015, 16, weiß ich mal. Keine Ahnung. Und jetzt kommt der Farmexperte und wir machen jetzt die Karriere. Und ich habe hier auch alles auf die höchste Einstellung gemacht, übrigens. Also Karriere. Los geht's. Spiel wird geladen. Das ist jetzt hier auch mit Obstanbau und alles. Also es wird richtig, richtig cool. Bin mal gespannt, wie das wird. Und wie es euch gefällt, übrigens. Das ist jetzt auch mein neuestes Hauptprojekt jetzt. Ah, kurz mal ein Malzbier trinken. So. Da unten sieht man auch schon, es sind alles Markengeräte wie Grampe und Kuhn. Und Lindner kenne ich auch. In echt. Ah, ich höre was. Willkommen bei Farmexperte 2016. Benutze die Maus, um dich umzuschauen. Gehe, indem du die Tasten WASD drückst. Folge der Spur. Ah ja. Ah, die Grafik sieht nicht schlecht aus. Boah. Krass. Werkstatt. Gebäude zum Reparieren und Erneuern von Fahrzeugen. Muss vom Spieler gebaut werden, okay. Du bist auf deiner eigenen Farm. Nimm dir Zeit und schau dich gut um. Steig in den Traktor. Hier ist auch eine Info. Ziegen-Schafstall wird für die Zucht von Ziegen und Schafen benötigt. Gehen wir mal rein. Es sind natürlich noch keine Ziegen da. Flüssigdünger. Wer war das? Eine Kuh. Die macht Mu. Donuts! Ja, Essen sehe ich immer. Nein, Quatsch. Okay, wir gehen jetzt mal in den Traktor. Huch! Okay. Es gibt zwei verschiedene Arten von Getrieben: manuell und stufenlos. Manuell verbinden die Gang- und Geschwindigkeitsübersetzung miteinander, um die optimale Geschwindigkeit auszuwählen. Stufenlose sind eine oder zwei Krafteinstellungen verfügbar. Aha. Das ist schön. Und wie man sieht, es spiegelt sich auch alles. Benutze Y, um dich vorwärts zu bewegen. Ah ja. Was war C? Ah ja, die Kamera. Warte mal kurz. So. Okay. Also kann ich mich umgucken. Ist es noch weiter weg? Alles klar. Fahren wir mal dahin. Du kannst verschiedene Arten von Tieren halten. Jede Art hat ihren eigenen Stall. Sieht man schon ein paar Tiere irgendwo? Das ist der Pferdestall. Ah ja, okay. Maisilage-Speicher. Ziegen und Schafstall, das weiß ich schon. Okay, fahren wir dahinter. Deine Kühe leben in diesem Stall.
da ist eine Kuh drin. Da will ich jetzt hin. Hallo. Na, wie heißt du denn? Bist du Else? Oder bist du... Gertrud? Hallo? Sieht denn ein Euter aus? Richtig dick, oder? Ah ja, das ist wohl dann zu Hause. Okay, dann will ich mal nicht stören, ne? Dann fahre ich wieder weiter. Tschüss. Und gib schön Acht, denn bald habe ich Mais mitgebracht. Wenn du brav bist. So, einsteigen. Boah, der steigt richtig ein. Hast du gesehen? Wird für die Kuhzucht benötigt, okay? Na klar. Was ist das da? Hier leben deine Vögel. Aha, meine Vögel. Oh, stopp, stopp. Da sind auch Vögel drin. Da will ich auch rein. Was ist da drin? Enten. Das ist cool. Kann ich da nicht rein? Hallo? Enten und Hühner. Das ist schön. Gibt es hier eigentlich auch ein Tor oder so? Das ist doch ein Tor, oder? Kann ich das aufmachen? Ist das kein Tor? Oder ist es überall so? Ah ne, ist überall so. Hm. Schade. Okay. Haben wir auch gesehen. Muss ich immer alles sehr gut inspizieren. Vogelkäfige. Eier und Gefieder können hier eingesammelt werden. Es gibt drei Basis. Drei Varianten, okay. Ja, und wo werden dann die Eier abgelegt? Was ist denn das da? Huch! Ah, Futter. Okay. Ja, gut. Ja, das sehen wir dann immer noch. Wenn wir so weit sind. Jetzt gehen wir erstmal weiter. Fahren wir mal auf den nächsten Punkt. Ändere deine Kamera mit C. Ja, das weiß ich schon. Ich bleibe mal in der Außenperspektive, damit wir mal was sehen. Du lagerst deine Ernteerträge hier in den Silos. Für die meisten Getreidearten kannst du Silos kaufen und diese aufwerten und damit ihre Kapazität erweitern. Okay. Also hier dann einfach drüber, ne? Genau. Alles klar. Nächster Punkt. Hier kannst du deine Treibstoffraffinerie bauen. Okay. Treibstoff, wenn man mal der Benzin ausgeht oder so. Das eigene Magazin ist der Ort, an dem du deine Samen und Heu lagerst. Okay. Also so ähnlich wie Samenspende, ne? Eben. So, hier ist nochmal ein Punkt. Achso. So, was ist das hier? Wahrscheinlich fürs Obst, oder? Kartoffel- und Rübenmagazin. Aha, okay. Ja, da freue ich mich schon drauf. Hier kannst du deine Tankstelle bauen. Ah ja. Auch nicht schlecht. Dein Maschinenpark und Ort, wo du deine Fahrzeuge abstellst. Aha. Es ist an der Zeit, auf dem Feld zu arbeiten. Deine Felder befinden sich in der Nähe. Du wirst lernen, wie man pflügt, bestellt und sät. Du musst den Pflug anbringen. Die Taste Q bringt Maschinen an und entfernt sie. Ich habe jetzt Menschen gelesen. Bringt Menschen an. Bringe den Pflug an. Okay.
Also gehen wir innen rein. So haben wir das ja beim Landwirt auch schon gemacht. Nein, nicht aufsteigen. Hallo. Oh. Dass sie aussteigen, das soll jetzt hier Q drücken. Ja, sehr gut. So, zack. Du kannst deine Felder auf der Karte sehen mit M. Sich in deinem Besitz befindliche Felder sind grün markiert. Ah ja, okay. Also die da oder was? Fahrzeuge. Ziele, okay. So, dann fahren wir mal zum Feld. Dann geht es ab zum Pflügen. Und zwar die Erde aufwühlen. Boah, was ist das? Oh, da oben. Cool. Ist aber irgendwie schön, dass man hier so Sachen mit eingebaut hat. Wie Heißluftballons und so. So, flüge das Feld. Alles klar. Müssen wir aber erstmal hinstellen. Wow! Alter, was ist hier los? Wie ein UFO. Aber es ist nur der heiße Ballon. Boah. Okay. Also. R ist da Ding runter machen. Okay. Na dann fliegen wir mal. Werden die Sachen dann auch wieder trocken? Trocken. Ich meine, wie heißt das? Dreckig. Trocken, ey. Jetzt geht's aber los. Okay. Ich glaube, ich habe es gerade falsch schon gemacht. Naja, wurscht. Hallo. Weiter. So, immer schön der Spur folgen. Und wo sehe ich, wie viel Prozent noch? Keine Ahnung. Sagt er bestimmt noch. Okay. Hoch damit. Ah ja, das ist die Spur hier. Da muss ich wieder reingehen. Okay. Mann. Achso, und über ein Abo, ne? Über einen Daumen hoch würde ich mich sogar auch freuen. Auch den Entwicklern. Und mit denen bin ich auch in Kontakt in dem Spiel. Tut sich das rotieren. Stückchenweise. Also das wäre cool, wenn ihr das machen würdet. Schön in der Spur bleiben.
Also es gefällt mir jetzt schon. Also die ganze Umgebung sieht echt schön aus. Irgendwie schöner als wie beim Landwirt. Auch freundlicher oder so. So hell und freundlich sieht es aus. Ja, ich rumpiepsen doch. Ah, da steht's 18% gepflügt. Okay. Da unten steht's ja. Erhöhte Fertigkeit Ackermann. Was? Was heißt das? Naja, schauen wir mal. Wird er alles wahrscheinlich noch erklären. Die Musik ist auch besser. Muss ich mal sagen. Okay. So. Und wieder drehen. Chillige Musik. Don't worry, be happy. Wetter passt auch. 13.33 Uhr ist jetzt im Spiel. Na dann. Aber es dauert schon seine Zeit, ne, bis man das hier gepflügt hat. Muss ich mal sagen. So, wieder umdrehen. Nur was mir nicht gefällt ist, wenn das sich rotiert, dass es so stückchenweise sich rotiert. Ist ein bisschen komisch. Weil das Spiel selbst ist, läuft flüssig. Na, nur der ist da hinten nicht. Naja. Ah, in der Spur bleiben. So, dann haben wir auch gleich mal die ganze Erde aufgelockert. Damit wir schön was anpflanzen können. Auf das freue ich mich schon überhaupt drauf. Weil hier soll es ja Unmengen von Obst- und Gemüsesorten geben. Ich glaube Äpfel gibt es da und Salat und Tomaten und was der Geier was. So. Und drehen wieder. Runter. Und los. Da wieder nächste Stufe. Steht wieder da. Vielleicht kennt sich ja schon mal einer von euch in dem Spiel aus und kann mir das sagen, was das bedeutet. Ihr könnt das mal unten in die Kommentare reinschreiben. Ihr könnt auch sonst auch kommentieren, die meine Videos, ne? Ihr macht viel zu wenig, merke ich. Viel zu wenig. Bisschen traurig. Könnt ruhig ein bisschen mehr euch beteiligen. So. Dann geht's hier wieder rein.
Und wieder drehen. So, mal hinstellen. Und runter. Hallo. Und weiter geht's. Nach dem Flügen hier machen wir mal eine kurze Pause. Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter mit der Karriere. Sonst wird die Folge zu lang. So gut, dass sich die Musik nicht dauernd wiederholt. Also mir gefällt sie jetzt schon. Besser als wie der Landwirt. Also der Landwirt 2015 oder so ähnlich. Aber ich meine nicht Landwirtschaftssimulator, ne? Das meine ich nicht. Ich meine der Landwirt. Der war zwar auch gut, aber das hier jetzt schon besser. So, weiter geht's. Jetzt haben wir es ja bald. Okay, ich würde mal vorschlagen, ich mache diese Bahn noch zu Ende und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Weil das dauert doch noch ein bisschen. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Farmexperte 2016. Und dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr auch da wieder mit dabei seid. Und dann schauen wir mal, was dann kommt. Also dann, bis zum nächsten Part, der kommt so in 1 bis 2 Tagen. Ne? Also dann, tschüss!